Liebe Bruchkatzen, normalerweise treffen wir uns in der Adventszeit alle zusammen in der Narrenstube zu unserer gemeinsamen großen Weihnachtsfeier. Die Narrenstube ist festlich geschmückt, der Nikolaus kommt, er beschenkt unsere jüngsten Aktiven. Wir singen zusammen Weihnachtslieder und wir haben einige ruhige und besinnliche Stunden. In diesem Jahr ist leider alles anders. Und so ist es auch so, dass ich euch nicht direkt eine schöne Weihnacht wünschen kann, sondern es passiert, wie heute so vieles, als eine Videobotschaft. Und so möchte ich euch allen unseren Aktiven, ganz egal ob jung oder alt, groß und klein, wir haben ja eine große Aktivenschar, euch allen und euren Familien und Freunden möchte ich eine frohe und gesegnete Weihnacht wünschen. Und ich wünsche natürlich, dass dieses Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben passiert, dass ihr in engstem Kreise seid, ja, und dass ihr eine schöne gemeinsame Zeit miteinander verbringt. Ich wünsche euch natürlich genauso ein gutes und ein, ja, vor allen Dingen natürlich ein gesundes neues Jahr 2021 und hoffe natürlich, dass wir dann, als ein nächster Wunsch von mir, dass wir uns dann alle irgendwann im neuen Jahr, spätestens, wenn also die neue Kampagne beginnt, die Kampagne 21, dass wir uns dann alle wieder gemeinsam sehen und dass wir gemeinsam Fastnacht feiern können, so wie wir sie kennen und wie wir sie lieben. Ich wünsche euch allen eine frohe Weihnacht, ein gutes, gesundes neues Jahr. Euer Präsident Jürgen Lessmeister. Liebe Bruchkatzen, wir grüßen euch alle, angefangen von den Tänzern, von den Bambinis, über die Bruchkätzchen, Juniorengarde, Mariechen, Grün-Weiße Funke, Senatsgarde und das Männerballett. Wir grüßen unseren Elferrat, unseren Hofnarr, unsere Hofkarte, den Vorstand, die Muskadors und unseren Senat und alle Büttenredner, die unsere Prunksitzungen so toll bereichern. Wir wünschen euch und euren Familien ganz wunderbare Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir wünschen euch, bleibt bitte alle gesund und kommt gut ins neue Jahr auch wieder rein. Vergesst unsere Fastnacht nicht, liebe Kinder. Ich hoffe, dass ihr den Spaß am Tanzen nicht verliert. Und wir sind uns sicher, dass wir uns bald alle gemeinsam wieder auf der großen Bühne zusammen stehen. Wir wünschen euch für die kommende Kampagne im nächsten Jahr, dass alles wieder besser wird und wir uns auch persönlich wiedersehen. Das wünschen euch euer Prinzenpaar Nadine die Zweite, Markus der Erste. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Hallo liebe Bruchkatzen, liebe Bambinis. Wir wünschen euch und euren Liebsten in dieser besonderen Zeit ein frohes und erholsames Weihnachtsfest im engsten Kreis. Wir wünschen euch viel Gesundheit und einen guten Rutsch ins neue Jahr, in dem wir hoffentlich bald wieder das Training aufnehmen können. Denn wir haben schon einiges für euch geplant und freuen uns darauf, die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Auch von Claudia noch ganz liebe Grüße. Sie ist nicht so der Kameramensch. Wir vermissen euch alle sehr. Liebe Grüße, eure Trainer. Bruchkätzchen! Wir hoffen, dass es euch gut geht und dass auch eurer Familie gut geht, dass ihr eine schöne Adventszeit habt und auch schöne Ferien. Natürlich vermissen wir euch ganz doll und deshalb wollen wir euch jetzt eine Nachricht überbringen. Genau, weil ja jetzt bald Weihnachten ist, haben wir uns mit dem Christkind in Verbindung gesetzt und haben natürlich nur das Beste von euch berichtet, dass ihr alle ganz brav im Training wart, immer gehört habt und ich nehme an, dass das auch zu Hause der Fall war. Ja, ansonsten wünschen wir euch, liebe Bruchkätzchen, eurer Familie und alle anderen Bruchkatzen hier ganz frohe Weihnachten, vor allem viel Gesundheit, schöne besinnliche Feiertage und nehmt euch mal eine Auszeit von dem ganzen Stress. Macht's gut und bis hoffentlich bald. Tschüss! Ho, ho, ho! Hallo Bruchkatze, hallo Juniore. Ich möchte euch für Weihnachten alles Gute und frohe Feiertage wünschen. Feiern's schön, so gut wie es geht, mit der engsten Familie. Genießen die Tage,
Kommt gut ins neue Jahr, bleiben alle gesund und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder alle gar sehen und miteinander retten und uns einfach sehen können. Tschüss! Hallo liebe Junioren, hallo liebe Bruchkatze, ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Neue Jahr, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut! Liebe grün-weiße Funken, auch im Namen von Tine wünsche ich euch und euren Familien schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und auch für das neue Jahr nur das Allerbeste. Auch als Jugendbeauftragte unseres Vereins wünsche ich allen Garden, allen Tänzern und allen Trainern mit ihren Familien schöne Weihnachten, einen guten Rutsch. Bleibt gesund, bleibt unserem Verein und der Tanzerei treu. Wir zählen auf euch und wir sind stolz, dass wir euch alle haben. Liebe Buchkatzenfamilie, wir, die Trainer der Senatsgarde, Tanja und Mandy, wünschen euch frohe Weihnachten und eine besinnliche Zeit. Haltet durch in dieser schweren Zeit und bleibt gesund. Zusammen schaffen wir das. Ganz liebe Grüße geht an unsere Mädels der Senatsgarde. Wir haben euch lieb. Hoffen wir sehen uns bald wieder. Tschüss! Liebes Männerballett und liebe Bruchkatzen. Ich wünsche euch auf diesem Weg frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund, auch im Namen von Jacqueline. Hallo ihr Bruchkatzen. Im Namen der Hofkarte möchte ich euch frohe Weihnachten wünschen. Wer hätte das mal gedacht? Das Jahr geht zu Ende und wir dürfen keine Fasnacht feiern. Uns Hofkatern ist es wahrscheinlich wie den anderen Gruppen so ergangen, dass wir uns nach dem ersten Lockdown zusammengesetzt haben mit der Hoffnung auf eine normale Fasnacht und haben ein neues Programm erstellt, die Texte dazu gemacht und waren eigentlich bereit für die Proben. Doch dann kam alles anders. Aber wir können es nicht ändern. Trotzdem bitte ich euch, wir schaffen das. Haltet und bleibt vor allem zusammen. Auch die unter euch, die im Welt daran gedacht haben, ihre Karriere zu beenden, macht weiter. Unterstützt die Jungen, damit die Bruchkatzen gestärkt in die Saison 2021-22 gehen können, um den Leuten wieder Freude bereiten zu können und ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. In diesem Sinne wünschen die Hofkater der gesamten Bruchkatzenfamilie, deren Familien und allen anderen, die diesen Beitrag sehen, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Euer Michael, Manager der Hofkarte von den Bruchkatzen aus Ramstein. Ah, PS. Auch die Fasnacht ist immer auf der Suche nach neuen Talenten. Sei es in der Garde, in der Bütt und auch die Hofkarte sind immer auf der Suche nach Verstärkung. Bis dann. Bruchkätzchen, Bruchkatzen und Bruchkater. Und wie ihr seht, ich habe mir Verstärkung mitgebracht. Mein Albert, mein roten Kater. Wir grüßen euch alle, nämlich die Holzlandsänger, unser gesamtes Team. Wir wünschen euch allen frohe Weihnacht und einen guten Rutsch. Wir freuen uns sehr, wenn wir euch endlich wiedersehen können. Leider wird es noch ein bisschen dauern. Es sind Zeiten, die einfach nicht vorhersehbar waren. Wir hoffen und wir wünschen euch, dass ihr alle gesund bleibt, gut in das neue Jahr 2021 rutscht und dass wir 2022 uns alle wiedersehen, ob tanzen, ob singen oder in der Bütt. Bleibt dabei, bleibt am Ball, gebt nicht auf und vor allem übt fleißig zu Hause weiter. Tschüss! Eure Aktiven der Holzlandsänger. Rezept für ganz viel Weihnachtsglück. Dazu braucht man einen Löffel Herzenswärme, ein Päckchen Liebe, ein Gramm Vorfreude, eine große Portion Persönlichkeit,
eine Handvoll guter Wünsche. Einen Hauch Besinnlichkeit. Und so geht's. Alle Zutaten tief im Herzen mischen und mit lieben Menschen teilen. Frohe Weihnachten! Und wünschen die Muskatoers. Der Senat wünscht allen Gruppen des Vereins, der Vorstandschaft, dem Präsidenten und unserem Prinzenpaar ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest. Kommt gesund ins neue Jahr, haltet unseren Bruchkatzen die Treue und bleibt alle gesund. Dies wünschen euch euer Senatspräsident Johannes und Vizepräsidentin Mandy. Thank you.